Und damit hallo und herzlich willkommen zur 108. Folge des Gothic 2 Let's Plays, wo wir gerade mit Pyroka gesprochen hatten und ihn ein bisschen verraten hatten, was wir da uns so gefunden hatten. Er auch uns machen ließ und er jetzt uns eigentlich Jordan für unser als Seemann geben wollte und wir dazu den Turm in Xardas befreien, aufräumen sollten. Das haben wir gemacht und das sagen wir Ihnen jetzt auch noch. Also wir hatten das schon früher gemacht. Wir haben es einfach nur jetzt direkt erledigt und da reden wir erstmal direkt mit Ihnen und schauen mal, was es so rumkommt. Die Sache mit Xardas Turm hat sich erledigt. Was war denn da los? Nein, warte. Ich will es gar nicht wissen. Wenn du Jorgen immer noch willst, dann nimm ihn mit auf deine Reise. Möge Innos dich beschützen. Ja, so Jorgen können wir also jetzt mitnehmen. Ich hab noch nicht mal eine Ahnung, wer Jorgen ist, ne? Aber wir werden ihn schon finden. Ernsthaft, wer ist Jorgen? Und wo steht er? Mal gucken. Novize. Jorgen, er hier. Steht etwas nah. So. Wie lebt es sich im Kloster? Ich werd hier noch bekloppt. Aber trotzdem, danke für den Tipp. Milton konnte mir tatsächlich helfen, hier unterzukommen. Ich komme mir ganz schön dämlich vor bei diesen ewig meckernden Weltverbesserern. Tja, was willst du machen? Bevor ich in der Stadt verhungere, mache ich lieber, was die Novizen von mir verlangen. So steht es in den Heiligen Schriften. Die Sache mit deiner Zeche habe ich geregelt. Du bist frei. Wirklich? Wie hast du das angestellt? Das willst du nicht wissen. Na schön, soll mir auch egal sein. Besten Dank nochmal. Was ist mit deinem Angebot? Kann ich noch bei dir anheuern? Das hätte er doch besser wissen müssen. Bei meinem Kapitän? Das warte ich mal noch, bis ich das zu ihm sage. Weil ich will noch ganz kurz in die Stadt gehen, erstmal gucken, mit wem ich überhaupt da reden kann. Hey, ich habe gehört, du warst ziemlich lange im Keller des Klosters. Was hast du herausgefunden? Ich weiß jetzt, wo sich der Feind versteckt hält. Es ist eine kleine Insel, nicht weit von hier. Das ist unsere große Chance. Wir müssen sofort aufbrechen und das Böse endgültig vernichten. Hast du schon mit Diego darüber gesprochen? Ich denke, er wird dich begleiten wollen. Was ist mit Gorn? Rede mal mit ihm. Ich habe gehört, dass er wieder aus dem Minental zurückgekehrt ist. Und vergiss Lester nicht. Wenn du ihn nicht aus seinem Tal herausholst, wird er dann noch vergammeln. Meine Rolle dabei kenne ich auch schon. Ich kann dein Mana steigern und im Runenbau behilflich sein, wenn wir gegen den Feind antreten. Wann geht's los? Willkommen an Bord. Wir treffen uns am besten am Hafen. Warte dort auf mich. Gut. Wenn du soweit bist, werde ich dort sein. Alles klar. Wo soll ich nach einem Kapitän suchen? Frag doch mal Jorgen. Der ist doch Seemann. Er müsste eigentlich noch im Kloster sein. Wenn er dir allerdings nicht weiterhelfen kann, wirst du auf den Bauernhöfen oder in der Stadt nach jemandem suchen müssen, der ein Schiff steuern kann. Sprich am besten mal mit Lee oder geh zum Hafen von Corinnes. Was Besseres fällt mir im Moment nicht ein. Okay, dann nehmen wir erstmal Jorgen als Kapitän noch mit. Auch schon mal zwei. Sei mein Kapitän. Ich fühle mich geehrt, aber hast du denn überhaupt schon ein Schiff und eine Mannschaft? Ich sag mal, 5 Mann sollten es schon sein. Gut, ich werde sehen, was ich tun kann. Warte im Hafen auf mich. Aye, aye, Sir. So, damit haben wir die zwei. Machen sie auch schon auf den Weg. Lester ist klar, wo er ist. Diego muss ich kurz überlegen. Wo habe ich denn Diego gesehen? Oh, ich weiß, wo er ist. Er hat noch einen erwähnt. Habe ich das hier, zufällig drinne? Diego, wenn da eine große Hilfe sein, ich hatte ihn lange. Gorn, gute Verstärkung, ein guter Kämpfer kann sich nicht verändern. Lester. Okay, also Lester und Diego sind erstmal klar. Gorn sagt mir gar nichts. Ich meine, ich kann ihn fragen, aber ich weiß nicht, wo er ist. Aber dann hätten wir eigentlich die drei. Das sind die drei, die wir bräuchten. Da wären wir 5 Mann. Hier ist noch eine Feuernessel. Noch eine Pflanze? Warum sind wir auf einmal Pflanzen? Ich meine nicht, dass die mich stören. Nehmen die mit, aber ich bin verwundert, dass ich die nie gelootet habe. Ja. Machen wir uns kurz auf den Weg zur Stadt und reden mal mit dem Paladin. Für Innos. Die zu uns sagen, für Innos! War es nicht für den König? Das ist so ähnlich.
Ja, ist auch egal. Mit dem Paladin, ob die mir ein Schiff geben? Und ob ich vielleicht einen höheren Rang noch erreichen kann? Ah, jetzt weiß ich, was das hier war. Das waren die Runen. Ach, stimmt. Ja, nämlich, das waren ja Paladin-Runen. Die Mana kosten, aber kein Magie-Level benötigen. Jetzt! Der Schalter ist gefallen. Weiß ich wieder, was das war. Alles klar. So, wir gehen einmal kurz in die Stadt. Von der Stadt aus kommen wir auch recht schnell zu Lester, weil Lester steht bei Xalas am Turm. Den können wir wunderbar fragen. Diego muss sich tatsächlich echt überlegen, wo er ist. Ob der in dem Dorf dort war? Oh, wir werden es hoffentlich rausfinden. Ich weiß es noch nicht. Mal schauen. Und ob die Paladine mir ein Schiff geben, ist natürlich auch fraglich. Und es wäre natürlich auch fraglich, ob die mir eine bessere Rüstung geben. Also wir haben gut zu tun. Es geht voran. Aber man muss jetzt auch tatsächlich sagen, ich habe keine Ahnung, was das Ende des Spiels ist, ne? Bla. Aber man merkt auch, dass das Spiel sich so langsam aber sicher dem Ende nähert. Also wir rutschen mit großen Schritten durch die Geschichte und kommen immer weiter dahin, dass wir sagen, ja, also da muss ja bald mal Schluss sein, ne? Was sollte noch passieren irgendwann? Also, kann ja jetzt nicht noch weiteren Anführer über den Bösen geben, natürlich kann schon, aber ne, ihr wisst, was ich meine. Irgendwo muss ja auch mal Schluss sein. Und das fühlt sich auch so langsam an, aber das liegt auch daran, wir haben die Karte hier komplett gemacht, wir haben die andere Karte fast komplett, da haben wir ein paar Orks stehen lassen, aber ganz ehrlich, das macht's nicht fett. Wir sind mittlerweile Level 40, wir haben zwei Händer gemaxt. Wir skillen jetzt hart auf Stärke. Werden jetzt langsam anfangen, hart auf Stärke zu skillen. Also, es fühlt sich so an, als geht es dem Ende gen zu. Wir sind im fünften Kapitel. Von, wenn ich richtig informiert bin, 7. Aber ich bin mir da nicht sicher. Ich kann das ist nur 6 oder 7, nur ganz kurz. Ich weiß es nicht. Also, ja. Aber es ist am Ende auch egal. Wie viele Kapitel es wirklich sind. Wie lange wir noch brauchen. Ehrlich, ich hab's selbst. Es macht immer noch Spaß und ich freue mich voranzukommen. Das darfst du keinem erzählen. Und hier möchte ich jetzt einmal mit ihm reden und ihm das erzählen. Mal gucken, was er so dazu sagt. Ich kenne den Standort unseres Feindes. Dann lass uns keine Zeit verlieren und ihn aufsuchen, bevor er zu uns kommt. Du willst mich begleiten? Ich habe lange darüber nachgedacht und bin mir meiner Sache noch nie so sicher gewesen, mein Freund. Es ist mir eine Ehre, dich an meiner Seite zu wissen. Es ist mir eine Ehre, dich an meiner Seite zu wissen. Wir werden uns im Hafen treffen. Lass dir nicht zu viel Zeit. Der Feind schläft nicht, mein Freund. Hör zu, Leute. Ich werde woanders gebraucht. Ich weiß nicht, ob ich zurückkommen werde. Wenn ihr wissen wollt, wie es ausgeht, lest die Geschichte in den alten Schriften nach. Möge Adanos mit euch sein. Ja, also ganz ehrlich, Vatras ist natürlich der noch ein geilerer Begleiter, als ich bis jetzt schon überlegt hatte, was wir noch mitnehmen könnten. Lester und Diego sind klar, habe ich jetzt kein Problem mit. Lester hat mir auch schon immer geholfen, Diego glaube ich auch. Aber Vatras, auf jeden Fall. Sofort. So, wie sieht das hier aus? Gibst du mir ein Schiff? Von selbst ist er da nicht drauf gekommen. Erzähl mir nichts, ich kenne sowas. Worauf wartet ihr noch? Wir warten noch auf unsere Ausrüstung und Verpflegung. Dann brechen wir auf. Ah ja. Lass uns beginnen. Kann noch mehr lernen? Das probieren wir gleich kurz aus. Du bist jetzt ein würdiger Schwertmeister. Ah ja. Ich kann dir nichts mehr beibringen. Mögen deine zukünftigen Taten von der Weisheit eines Schwertmeisters gelenkt werden. Okay, sehr schön. Ich wollte eigentlich vorher kurz speichern und das Ganze mir angucken, aber so passt das natürlich auch. Wie kommen wir denn an dem Schiff ran? Von mir erfährt keiner was. Naja, gehen wir noch raus. Albrecht, hast du noch was Neues für mich? Bin ich würdig, eine Rune zu empfangen? Für welch den Weg der Heilung. Ich will... Du bist noch nicht würdig. Alles klar. Weiter geht's noch nicht. Könntest du mir Stärke beibringen?
Ich will stärker werden. Ja, kann. Eins, zwei, drei. So, mehr geht nicht. Wie gesagt, das macht jetzt am meisten Sinn, dass wir hier stärker anfangen zu pushen. Deswegen, warum jetzt lange Gedanken machen? Wenn wir so weit sind, dass ich die beste Waffe, die ich habe, tragen kann, dann können wir wieder aufhören, aber ich glaube, dass wir bis zum Ende des Spiels nicht schaffen. Hey, du! Na gut, okay, der hat nichts. Ich dachte vielleicht, dass ich mit ihnen über das Schiff reden kann, aber offensichtlich nicht. Gut. Verpissen wir uns hier. Wir holen erstmal Lester. Lester ist ja nicht weit weg. Den habe ich auch Bock. Ist das wirklich wahr? Für den König. Und die Frage ist, kann ich die Truppe voller machen als diese 5 Mann? Oder nicht? Warum sitzt hier eigentlich ein Arbeiter rum? Ihr habt hier oben nichts zu suchen. Es ist der obere Stadtteil. Da gehört ihr nicht rein. Das hat er wirklich nicht verdient. Diego, hier stehst du. Mensch. Sag mir nicht, du hast das nicht gewusst. Wie laufen die Geschäfte? Lausig. Warum hat mir keiner gesagt, dass Corinnes in der Zwischenzeit so verkommen ist? Keine Ahnung. Ich habe die Stadt so kennengelernt. Hättest mal vor einigen Jahren hier sein sollen. Das hätte dir gefallen. Die Probleme habe ich kommen sehen. Kannst du mir was beibringen? Ich muss mich erst um meine Geschäfte kümmern. Ich werde Corinnes verlassen. Ich werde Corinnes verlassen. Das nicht. Kluge Entscheidung. Ich wünschte, ich könnte mit. Die Stadt hat sich zu sehr verändert. Die Zeit des schnellen Goldes ist vorbei. Ich könnte dich im Bogen schießen, Schlösser knacken und Geschicklichkeit unterrichten. Außerdem kannst du sicher einen guten Dieb gebrauchen. Habe ich kommen sehen. Komm doch mit. Komm doch mit. Wir werden uns am Hafen versammeln. Ah, du hast recht. Corinnes ist ein Loch. Ich werde mit dir gehen. So, ich bin bereit. Wir sehen uns am Schiff. Es war genau so, wie du sagst. Alles klar. Aber ihn? Lester. Erzähl dir doch nichts Neues. Aber werden wir ja doch recht zügig aufbrechen. Ich meine, Lester ist jetzt nicht weit weg. Die Frage ist, wollen wir noch mehr mitnehmen oder belassen wir es bei den 5? Ich erinnere mich übrigens noch an eine Aussage. Falls ihr euch daran auch noch dunkel entsinnt, ne? Uns wurde mal gesagt, um das Böse zu besiegen, ich glaube, das hat einer der Drachen erzählt, brauchen wir... So, Höhepunkt, nachdem ich noch einmal gegähnt habe. 5 Freunde, die bereit sind, unser Leben für sie zu opfern. Ihr Leben für sie. Ihr Leben für uns zu opfern, so ist der Satz richtig. Unser Leben für sie zu opfern, total bescheuert. Ja. Ich hoffe, dass die nicht alle verrecken. Ich wäre sehr traurig, wenn wir die jetzt mitnehmen und dann sind die alle tot. Wäre ich echt traurig, aber Milton und Vatras, also wenn die zwei tot wären zum Schluss, das wäre echt schon bitter. Also da wäre wirklich so, meh, hätte ich nicht gewollt. Aber gut. Wenn es dann so ist, werde ich es nicht ändern können, ne? Ihr kennt ja das Problem. Hier haben wir übrigens mal angefangen. Falls ihr euch entsinnen könnt, sind wir hier den Weg lang gestratzt. Waren Level 1. Und hatten... die Aufgabe von Xardas... das Auge Innos zu besorgen. Weil er uns brauchte für eine größere Aufgabe. Deswegen hat er uns dort aus dem Loch rausgeholt. So, hier ist Lester. Den wollte ich auch mitnehmen. Hey, du. Ich habe herausgefunden, wo sich der Feind versteckt. Frag mich nicht wieso, aber ich spüre, dass ich dich begleiten sollte. Wie meinst du das? Ich kann es nicht erklären, aber ich weiß, dass ich die Antworten nur erfahre, wenn ich dich begleite. Dann komm doch mit, ich hol dir deine Antworten. Dann komm mit und hol dir deine Antworten. Wir treffen uns am Hafen. Wenn ich soweit bin, werde ich dorthin kommen.
Beeil dich, unsere Zeit ist knapp. Ja, perfekt. Damit haben wir eigentlich alle, ne? Was sagt hier das Questlog? Falls Mythen mich begleitet, Vatras hat überraschend angeboten, mich zu begleiten. Anwand mit seiner Erfahrung und seinen Fähigkeiten könnte sehr wertvoll für ein Unternehmen sein. Ego will natürlich auch mit. Er will Corinnes lieber gestern als heute verlassen. Er könnte mir zeigen, wie ich geschickter werde und mich zu. Ich hab übrigens. Ich hab so eine Vermutung. So eine vage Vermutung. Bin mir da aber nicht ganz sicher. Ich kann dort nur noch Sachen lernen, die ich jetzt als NPC dort mit hinnehme. Weil wenn hier im Log drinne steht, dass mir Diego Schlösserknacken beibringen kann, Bogenschützen und so weiter, dann wäre es vielleicht doch noch eine Überlegung wert, Gorn mitzunehmen, damit wir stärker werden können. Weil ansonsten können wir dort leveln, aber wir haben nichts mehr von. Diesen Fehler würde ich gerne vermeiden. Ich bin mir aber nicht sicher bei dieser Tatsache. Deswegen werden wir ein Sicherheits-Safe-Game machen, bevor wir die Reise antreten. Und schauen, ob das wirklich so ist. Erstmal gehen wir jetzt zum Hafen runter. Ist ja nicht mehr weit. Ist die Frage, wenn wir jetzt jemanden zurücklassen, wen? Eigentlich haben wir haben ja erst 4. Wenn ich richtig drüber nachdenke, Milton, Vatras, sie haben 4, mit mir 5. Kann sein, dass einer fehlt. Dann wäre Gorn die logische Wahl, wenn er mir Stärke beibringen kann. Wenn ich noch rauskriege, wo Gorn ist. Also, er wurde ja wie geschrieben? E-O-R-N. Tja. Jetzt sagt mir mal einer, wo Gorn rumrennt. Wir gehen erstmal kurz zum Hafen runter. Schauen, was die uns so erzählen. Bevor wir uns darum Gedanken machen. Meine Meinung will ja keiner hören. Schlimme Zeiten sind das. Bist du wirklich daran? Wo hast du das denn schon? Davon lasse ich lieber die Finger. Du bist hier nicht Gorn, ne? Nee. Von mir erfährt keiner was. Ahad und Brian. Das höre ich zum ersten Mal. So, wir schauen mal, ob hier unten irgendwo eine Versammlung schon ist. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Ich habe was anderes gehört. Ja, erstmal nicht. Ihr wisst, da hinten geht's irgendwo durch. Mich brauchst du das nicht zu fragen. Jemand wird dafür büßen müssen. Das ist mal wieder typisch. Das kann doch nicht wahr sein. Speicher, mal gucken, ob ich hier hoch darf. Ist das wirklich wahr? Darf ich? Aber nicht, dass sie hier hinten hin will. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Okay, also hier oben hätte ich jetzt nicht unbedingt hingemusst. So, ihr wisst, hier hinten ist ein Schiff. Die sind tatsächlich alle hier. Diego, Vatras, Milton, Lester und Jordan. Bist du bereit, mich zur Insel überzusetzen? Du brauchst ein Schiff, eine mindestens 5-Mann starke Mannschaft und eine Seekarte, nach der ich navigieren kann. Erst wenn ich sehe, dass du alles zusammen hast, werden wir in See stechen. Ja, mir fehlt noch das Schiff. Es sind nur 4 Mann. Die Seekarte habe ich. Alles klar. Also wir müssen nächste Folge das Schiff besorgen. Und ich werde mal noch gucken, wo Gorn ist. Ich habe noch keine Ahnung, wo ich das Moment. Herkriegen soll. Wo willst du hin? Ich wollte... Tut mir leid, du kannst hier nicht vorbei. Ja. Wie ich mir dachte. Gut, wir gehen erstmal in die nächste Folge. Wir haben ja schon gut gesammelt.
Das wird noch ein bisschen eine Sucharbeit, weil ich gar nicht so genau weiß, wo alles ist. Aber ich denke, wir bekommen das hin. Ich bin da zuversichtlich. Und wenn nicht, wir haben das... Wir sind an der weltweit größten Datenbank angeschlossen, die es gibt. Darüber sollten wir es rausfinden. Jetzt bedanke ich mich aber erstmal soweit fürs Zuschauen. Lasst noch einen Daumen nach oben da. Schreibt mir Feedback. Ich freue mich für jeden Scheiß. Und sagt immer zum Schluss, schön mit Ö.